Du warst da, als ich dich brauchte. Und ich werde bei dir sein. Für immer. Als ich diese Worte hörte, wusste ich, dass unsere Reise zu Ende war. Mein Herz war voller Freude. Und das, liebe Kinder, war die Geschichte, warum ich die drei Könige niemals getroffen habe. Balthasar, Kaspar und Melchior kehrten in ihre Königreiche. Zum ersten Mal wieder auf dem Chemnitzer Weihnachtsmarkt. Für uns einer der schönsten in Sachsen überhaupt, natürlich mit einer gewissen Lokalpatriotismus. Und jetzt holen wir uns die ersten Eindrücke. Wir sind sehr, sehr glücklich. Von Zeit zu Zeit gehen wir immer noch gern auf die Wiese und betrachten die Nacht. Und obgleich jetzt vom Neumarkt in die Klosterstraße. Deutlich zu sehen und zu spüren an den Abständen, dass weniger Buden aufgestellt sind, also 20% fehlen. Es gab auch weniger Bewerber als sonst und dafür mehr Unsicherheit. Und hier aus Böhmen. Karls Kunsthaus, hier gibt es die Karl-Marx-Shirts und Tassen und Hoodies und etc. Ganz schönes Gebäude hier, wie ein bisschen erinnert an sibirisch-russischen traditionellen Holzbau. Tsiolkowski-Zeit, Mosaik von Hannes Hegen, Dicke Dachs, kleine Metapher. Empfehlung für alle Kinder und Enkel, ihr habt, die wir haben. Und hier ist das für uns das Highlight, die Deutsche Reichsbahn mit der Eisenbahn. Von unserem Freund Klaus Ilgen, das ist auch noch der Chef vom Schaustellerverband in Sachsen, der ganz viele, ganze Jahr über tätig ist, mit von der Kirmes in Grünau, beim Erntedankfesten, im Frühling, im Mai, im Jahrmarkt, im Rummel, auf den ganzen Rummelplätzen im Erzgebirge und natürlich auf den Weihnachtsmärkten. Und hier mit der Eisenbahn bin ich schon vor über 60 Jahren und mein Sohn und jetzt mein Enkel. Und das ist die geliebte, beliebte Bimmelbahn.
Wir wechseln jetzt vom Neumarkt auf den Altmarkt, so heißt der Markt. Und das ist die zentrale Kernfläche mit Weihnachtsbaum, Rathaus, Turm, Rathaus, Uhr, Glockenschlag. Die Erzgebirgshandwerksfirmen von der Firma Huss, vom Karzel, aus Neudorf, im Seematal. Hier der Weihnachtsbaum. Weißt du noch, wo der Weihnachtsbaum ist? War stützengrün oder? Ich habe das nicht gemerkt. Diesen hässlichen Brunnen beachten wir heute gar nicht. Wir waren jetzt am Stand der Firma Huss, wie gesagt, Neudorf. Etwas weiter vorn auch die Grottendorfer Räucherkerzen, die genauso gut zu empfehlen sind. Hier die Herrnhuter Adventssterne und dahinter vom Rathaus am Stern aus Neukirchen die junge Unternehmerin, über die wir jetzt im Oktober erst berichtet haben. Und jetzt schwenken wir vom Markt in den Rosenhof ein. Leider können wir den Mandelduft nicht übertragen und gehen Richtung Konsum Chemnitz, Karussell und Riesenrad, und wir wissen noch nicht, ob die Stöbner-Klause vom Fleischer wieder da ist. Und vorne das Riesenrad jetzt schon zu sehen. Viele Empfehlungen nach 2 Jahren Pause, also vor 3 Jahren hat mein letzten Weihnachtsmarkt. Können wir nur ein was testen und kosten, und unsere Empfehlung ist die Stöbner Klause mit Kesselgulasch und Linsensuppe und Kartoffelsuppe und Suppe im Brottopf. Aber die Spezialität sind die Roster, sowohl die Rindsroster als auch die Schweineroster. Gesagt wurde, Windvieh und Topsau können wir wählen und die Stöbnerbräne. Und das haben wir wieder getestet und können das nur ganz warm und herzlich empfehlen. Und dazu die anderen Köstlichkeiten, Glühwein und die Mandeln und vieles andere.